ich bin der Thomas. Heute werde ich im Projektvideo zeigen, wie man auf der CNC-Fräse im Happy Lab 3D fräst. Dazu werden wir aus einer XPS-Platte eine kleine Büste von Yoda ausfräsen. Dazu verwenden wir zwei Fräser. Das eine ist ein 6 mm Schaftfräser, das bedeutet, er ist vorne flach. Damit werden wir das grobe Material entfernen. Und wir werden einen 3 mm Radienfräser verwenden, der hat vorne eine Rundung. Und damit werden wir dann die genaueren und feineren Konturen ausfräsen. Und ich werde zeigen, wie man das am Computer einstellt und wie man das dann in der Fräse fräst. Um 3D zu fräsen, verwenden wir auch hier wieder das VCraft Pro, um unsere Datei vorzubereiten. Was ich jetzt machen muss, ich muss eine neue Datei erstellen, wo ich grundsätzlich auch über die Materialparameter gefragt werde. Das heißt, ich kann hier die Höhe und die Breite von meinem Material auch reinschreiben. Entscheidend ist halt, dass diese Materialgröße größer ist als das, was ich fräsen muss. Es muss nicht meiner tatsächlichen Materialgröße entsprechen. Bei der Stärke schreibe ich wieder die tatsächliche Stärke rein, die das Material hat. In dem Fall verwenden wir eben eine 20 mm XPS-Platte, deswegen lasse ich diese 20 mm einfach stehen. Nullpunkt setze ich wieder auf der Oberfläche und in der linken unteren Ecke und dann sage ich einfach okay. Jetzt muss ich mein 3D-Modell noch importieren. Dafür gehe ich auf Modellieren und kann hier dann 3D-Modell importieren. Da wähle ich mein Yoda aus. Wir verwenden hier STL, das STL-Dateiformat, und das empfehlen wir auch. Das ist ein Standard-3D-Austauschformat, praktisch jedes 3D-Programm unterstützt STL. Da fragt mich jetzt das Programm, wie ich diese Datei eigentlich fräsen möchte, das heißt, wie ich sie in die Fräse legen will. In meinem Fall ist das eben die linke Seite, damit der Yoda nach oben sieht. Das hängt allerdings eben davon ab, wie das Modell in der 3D-Datei steht. Deswegen ist das bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich kann auch noch angeben, wie groß das Modell sein soll. Ich fräse aus einer 20 mm Platte, möchte aber in dem Fall eben nur eine Hälfte davon fräsen, das heißt also nur das Gesicht und das aber möglichst groß. Deswegen mache ich den einfach 40 mm stark. Dadurch sozusagen ist in meinem Material nur die obere Hälfte von dem Yoda vorhanden und dafür wird das Modell aber deutlich größer. Damit das Modell noch richtig im Material sitzt, sage ich einfach Modell ausrichten, dann sage ich okay und dann hat er auch schon hier eine 3D-Ansicht, wie dann sozusagen mein Yoda nach dem Fräsen in etwa ausschauen sollte. Was ich dann noch machen muss, ich habe auch hier eine 2D-Ansicht, wo ich sozusagen sehe, wie mein Yoda im Material liegt. Ich kann auch hier den Yoda im Material dann verschieben, um an einer anderen Stelle von meinem Material zu fräsen. Was ich aber noch benötige, ist eine Linie, die rundherum geht, damit ich dem Programm dann sagen kann, wie es dieses Modell ausschneiden soll. Dafür gibt es hier dieses Vektorrahmen, da klicke ich einfach drauf und dann wird mir automatisch ein Rahmen um mein Modell gelegt. Den kann ich auch auswählen, das heißt, ich kann dann hier auch Fräsoperationen auf diesen Rahmen definieren. Um jetzt meine Fräsoperationen zu erstellen, muss ich wieder zu meinen Werkzeugwegen umschalten. Und was ich hier jetzt benötige, sind zwei andere Werkzeugwege. Das eine ist der 3D-Schrubbvorgang. Dabei wird einfach nur sehr grob Material weggenommen. Dafür werden wir eben unseren 6 mm Schaftfräser verwenden. Und danach werde ich einen Schlichtvorgang definieren mit dem 3 mm Radienfräser, um dann noch die Details rauszuarbeiten. Wenn ich hier auf den Schrubbvorgang gehe, fragt mich das Programm noch kurz über grundsätzliche Rollingsmaßeinstellungen, bedeutet, wo setze ich meinen Nullpunkt, wie stark ist das Material, das habe ich an sich eh schon eingestellt, wie ist das Modell im Material positioniert, das heißt, möchte ich einen Abstand von der Oberfläche oder nicht, in dem Fall möchte ich das eben nicht und so weiter. Da kann ich einfach auf OK gehen und dann kann ich hier eben meinen Schrubbvorgang einstellen. Das heißt, ich wähle hier mein Werkzeug aus, in dem Fall eben für Styrodur oder XPS den 6 mm Fräser. Dann fragt er mich die Bearbeitungsgrenzen, da kann ich entweder den Modellrahmen nehmen oder ich könnte auch den vorher erstellten Vektor nehmen und sagen, ausgewählten Vektor verwenden. Dann fragt er mich nach einem Rahmenversatz.
Die Idee dahinter ist, wenn ich das Modell fräse und ich fräse nur bis zum Rand des Modells, dann wird der Rand nie so schön rausgearbeitet, wie ich ihn gerne hätte. Deswegen empfiehlt sich hier einfach immer, über den Rahmen hinaus zu fräsen. In dem Fall fräse ich eben 6 mm über den Rahmen hinaus. Ein gutes Maß ist hier üblicherweise, ungefähr die Fräserdurchmesser zu verwenden. Als Strategie kann ich hier noch angeben, in welche Richtung ich fräsen möchte. Wir empfehlen bei der Strategie immer in Ebene zu fräsen, weil das üblicherweise deutlich schneller geht. Dann gehe ich einfach auf Berechnen und er zeigt mir an, wie sozusagen diese Werkzeugwege verlaufen werden. Das Ganze kann ich schließen und dann kann ich hier wieder sagen, erstellen des 3D-Schlichtvorgangs. Hier kann ich jetzt sozusagen die schönen Details rausarbeiten. Sieht aber immer im Grunde gleich aus. Ich wähle hier meinen Fräser aus. In dem Fall verwende ich eben einen 3 mm Fräser für XPS. Wichtig ist hier, dass die Werkzeugnummer sich unterscheidet. In unserer Datenbank unterscheidet sich die Werkzeugnummer bereits. Das heißt, da muss ich nichts mehr ändern. Sollte man eigene Fräser anlegen, unbedingt darauf achten, dass die Werkzeugnummern unterschiedlich sind, weil die Fräse die Werkzeuge nur nach der Werkzeugnummer unterscheidet und nur daran erkennt, ob das Werkzeug gewechselt werden muss. Auch hier fragt er mich wieder die Bearbeitungsgrenzen. Auch hier kann ich wieder den ausgewählten Vektor verwenden. Und beim Rahmenfassad nehme ich hier wieder den Fräserdurchmesser, ist in dem Fall eben 3 mm. Bei der Bearbeitungsstrategie, eben Kontur oder Winkel, ist wieder reine Geschmacksfrage. Das kann man nehmen, wie man möchte. Wenn ich hier auf Berechnen gehe, wird hier sozusagen auch schon dreidimensional der Fräsvorgang dargestellt. Zu guter Letzt möchte ich das Modell natürlich nochmal ausschneiden. Dafür brauche ich eben eine Konturfräsbahn. Um die eben nutzen zu können, musste ich diese Linie anwählen, also anlegen vorher. Das heißt, ich wähle diese Linie aus, sage jetzt Konturbahn erstellen, habe hier wieder meine Anschnitttiefe mit 0 mm. Frästiefe setze ich hier in dem Fall an mit 21 mm, damit ich einfach einen Millimeter tiefer bin als mein Material. Als Werkzeug nehme ich hier in dem Fall den XPS 6 mm Fräser. Bearbeitungsrichtung ist wieder außen, damit ich den Innenteil weiterverwenden kann. Ich kann auch hier wieder Stege hinzufügen, die ich dann natürlich auch noch setzen kann. Dann gehe ich auf Berechnen. Ich werde wieder gewarnt, dass ich durchs Material durchfräse. Das Ganze bestätige ich und dann sind sozusagen meine drei Arbeitsschritte erstellt. Auch hier kann ich mir wieder eine Vorschau anzeigen lassen, wo ich dann sozusagen sehe, wie gefräst wird. Das Ganze kann ich dann wieder schließen. Dann gibt es hier einfach die Werkzeugwege speichern. Wähle wieder die Werkzeuge aus, die ich brauche. Gehe auf Werkzeugwege speichern. Und bekomme ich hier meine NC-Datei, die ich in dem Fall zum Beispiel Yoda nenne. Und so habe ich meinen G-Code erstellt. Als nächstes werden wir dann zur Fräse gehen und genau diesen eben ausfräsen. Nachdem ich den G-Code jetzt erstellt habe, spanne ich einfach mein Material ein. Dafür nehme ich einfach die Opferplatten. Spann mit den Spannbratzen das Material fest. Auch für den zweiten Spannbratzen lege ich einfach den T-Nuttenstein ein, lege das Trapez hin, die Spannbratze drauf und kann das Ganze mit der Schraube einfach festziehen. Nach dem Einspannen vom Rohmaterial muss ich meinen ersten Fräser einspannen. Dazu nehme ich einfach wieder die Spannzangen, spanne den Fräser ein und schraube das Ganze in die Spindel. Und ziehe es fest.
Um jetzt den Nullpunkt zu setzen, starte ich einfach das USB-CNC und mache zunächst eine Referenzfahrt. Nach der Referenzfahrt gehe ich einfach in das Jog-Menü, wähle eine Geschwindigkeit aus und kann jetzt mit dem Rad meine Achsen verfahren. In dem Fall habe ich wieder ein sehr weiches Material. Das heißt, den Nullpunkt taste ich an, indem ich einfach die Spindel mit der Hand drehe. Nachdem ich den Nullpunkt gesetzt habe, kann ich einfach den G-Code laden. Und gehe wieder in das Jog-Menü, um zu kontrollieren, ob ich nicht gegen die Aufspannungen fahre oder gegen die Spannbratzen oder aus Material rausfahre. Das würde ich immer empfehlen, vor jedem Fräsvorgang einfach zu kontrollieren. In dem Fall fahren wir nicht aus dem Material oder in die Spannbratzen. Das heißt, ich kann grundsätzlich einfach zum Fräsen anfangen. Was ich noch machen kann, ich kann nach oben fahren und die Absaugung, den Aufsatz einfach aufsetzen, damit ich die nutzen kann, damit ich danach weniger sauber machen muss. Das heißt, ich schließe einfach die Tür, gehe ins Automenü und sage Start. Die Fräse wird mich jetzt eben nach dem ersten Werkzeug fragen. In dem Fall ist das erste Werkzeug schon eingesetzt. Deswegen kann ich das einfach bestätigen. Danach fragt mich die Fräse eben nach der Werkzeuglänge mit 100 mm. Die kann ich meistens auch bestätigen. Außer ich habe ein Werkzeug, das länger als 100 mm ist, dann bitte unbedingt eine Zahl eintragen, die deutlich größer ist als der Fräser. Dann einfach auf OK und die Fräse vermisst sich selbst. Beim 3D-Fräsen ist das Vermessen vom Werkzeug extrem wichtig, weil ich eben mehrere verschiedene Werkzeuge verwende, muss der Z-Nullpunkt beim Werkzeugwechsel korrigiert werden. Deswegen gerade beim 3D-Fräsen unbedingt diese Werkzeugvermessung ganz am Anfang auch durchführen. Nachdem die Fräsung jetzt mit dem ersten Fräser, dem 6 mm Fräser, fertig ist, fragt mich die Fräse automatisch nach dem nächsten Werkzeug. Das heißt, ich kann einfach die Tür aufmachen, den Fräser runternehmen und einfach gegen den vorher eingestellten 3 mm Radienfräser austauschen. Den stecke ich da einfach rein. Dann schraube ich das Ganze fest und ziehe das wieder mit meinen zwei Schlüsseln fest. Kann wieder die Absaugung aufsetzen. Und bin bereit für den nächsten Fräsvorgang, muss nur noch die Werkzeuglänge bestätigen. Die Fräse vermisst jetzt automatisch die Länge vom neuen Werkzeug und fängt dann automatisch mit dem richtigen Nullpunkt weiter zum Fräsen an. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, wenn ich das Werkzeug wechsle, dass die Werkzeuglänge sich ändert. Das macht die Fräse automatisch und fräst einfach mein Werkstück fertig. We'll be right back.
nachdem die Fräse jetzt den Finishing Toolpath fertig hat, beziehungsweise halt den Schlichtfräsvorgang, fragt sie mich nochmal nach einem Werkzeug. In dem Fall fragt sie mich nach demselben Werkzeug, das ich auch beim ersten Fräsvorgang verwendet habe. Dann nehme ich wieder die Absaugung runter. Nachdem ich jetzt das Werkzeug wieder gewechselt habe, auf den letzten Fräsvorgang, wird die Fräse nochmal das Werkzeug vermessen. Es ist dieses Mal dasselbe Fräse wie beim ersten Fräsvorgang, aber durch das Umspannen hat er natürlich eine andere Länge. Deswegen muss einfach nochmal vermessen werden. Nach dem Vermessen wird der Joder einfach ausgeschnitten und dann ist das Werkstück eigentlich fertig.